Ich war nicht die ganzen 30 Jahre dabei. Das, glaube ich, hat niemand geschafft oder niemand ausgehalten. Aber, da gibt es Leute. Aber mit 27 Jahren konstanter Mitarbeit als ehrenamtlicher Berater, als Vorstand und als hauptamtlicher Mitarbeiter überblicke ich dann doch einen recht großen Teil der Entwicklung des Sub- bzw. des schwulen Kommunikations- und Kulturzentrums Sub e.V., wie es ja offiziell heißt, dessen 30-jähriges wir heute feiern. Und gestartet hat das alles am 4. September 86. Da wurde der Verein, damals und noch lange Schwuck abgekürzt, so nannten wir uns lange Zeit, von Vertretern verschiedener schwuler Gruppen im Selbsthilfezentrum in der Bayerstraße gegründet. Die Münchner Bewegungsszene bestand damals aus den Gruppen VSG, HUK, HALT, Rosa Freizeit und MLC. Und die Idee zu dem Schwulenzentrum hatte, die entstand in der HALT der homosexuellen Alternative und wurde aber von den anderen Gruppen sehr unterstützt und auch diskutiert, sodass man sagen kann, wir waren einfach das Kind der gesamten Schwulenbewegung der Münchens der damaligen Zeit. Das Sub sollte täglich geöffnet sein, ein niederschwelliges Café anbieten, auch als Alternative zu der bestehenden Szene. Es sollte Informationen sammeln und weitergeben und Kultur sollte ein Schwerpunkt sein. Das heißt, die Grunddefinition des Sub war geboren, noch bevor überhaupt der erste Laden da war. Und der erste Laden kam dann recht bald, das war nämlich das Café Szenerand. Da können sich nur noch ein paar erinnern, ich kann mich da nicht erinnern. Sprichwörtlich am Rand der Szene in der Auenstraße, ach, der Manfred könnte das dann erzählen, also wenn ihr nachher wissen wollt, wie dieser Café-Szene-Rand aussagt, fragt den Manfred und sicher noch ein paar andere. Guido Wahl sitzt hinten am Fenster, glaube ich, der weiß das auch noch. Das war also am Rand der Szene Auenstraße, Ecke Kapuzinerstraße. Und zwar war das das Verleihcafé des Münchner Selbsthilfezentrums, das Schwuck e.V. damals immer dienstags hatte und dann nach einer gewissen Zeit dienstags und freitags, wo sich dann einfach die Männer trafen und sozusagen das Weitere des Zentrums planten. Überhaupt haben wir dem Selbsthilfezentrum viel zu verdanken gehabt in der Zeit und auch noch viele Jahre danach haben die uns sehr unterstützt. Das heißt, wir hatten auch viele Mithelfer außerhalb der schwulen Szene. Und eine der Fragen, wo sie uns unterstützt haben, war die Beantragung von Fördergeldern aus dem damals neu geschaffenen Selbsthilfetopf des Sozialreferats der Stadt München. Wir sind also auch sozusagen ein Kind der rot-grünen Stadtregierung oder Stadtpolitik, die uns natürlich sozusagen über die Selbsthilfe sehr gefördert haben. 1988 war dann dieser Antrag auf Regelförderung dann von Erfolg gekrönt und haben wir 65.000 Mark bekommen, begrenzt auf 3 Jahre. Nur um die Gelder für das erste Jahr überhaupt verwenden zu können, brauchten wir ein Zentrum. Und es fand sich glücklicherweise recht schnell, weil nämlich zu der damaligen Zeit die AIDS-Hilfe, Thomas Niederbühl weiß das noch, umgezogen ist, die war nämlich vorher in der Müllerstraße 44 und sind dann schräg gegenüber, die vorne am Fenster stehen können, ziehen, im ersten Stock übers Café Forum gezogen. Und wir zogen dann in die Müllerstraße 44 ein. Wir wären natürlich auch lieber übers Café Forum gegangen, da war es nämlich schön hell. Die Müllerstraße 44 war im Innenhof und war im Grunde genommen eigentlich fast ohne Fenster. Mit einem Gruppenraum im Keller von der Straße nicht einsehbar und auch nicht so leicht zu finden. Das eröffnete am 12. November 88 und auch wenn die Räumlichkeiten nicht optimal waren, es war ein Zentrum, es hatte ein Infotresen, es hatte ein Café, es hatte eine Beratungsgruppe, es hatte schwule Kunst an den Wänden und jeder, der wollte, konnte da hinkommen, 7 Tage die Woche. Es war sozusagen in klein das Sub, das wir heute kennen. Und es kamen so viele Leute, dass die nächsten großen Konflikte nicht mit der Politik, sondern mit den Anwohnern waren. Das ist ein Thema, das uns leider auch 30 Jahre lang begleitet hat. Als ich zum Sub stieß, war es schon ein gutes halbes Jahr geöffnet. Vorne an der Müllerstraße stand ein Schild, Infoladen für Männer. Und schwul dürfte man da nicht draufschreiben, weil das hat der Vermieter unterbunden. Die Schwelle war recht hoch. Ich weiß noch, auch ich hatte ein etwas mulmiges Gefühl, als ich da das erste Mal reingegangen bin. Und natürlich für viele war die Schwelle so hoch, dass sie nicht überwindbar waren. Es war natürlich anders als die Kneipen der Münchner Szene. Es war alles in Eigenarbeit gebaut, Infotresentheke, alles einfach, aber durchaus mit einem sehr dezidierten, für Schwule ja nicht unüblichen Gestaltungswillen. Es war sehr kommunikativ
Und ich war erstaunt, was es alles an Angeboten gab. Infothek, Beratung, verschiedenste Gruppen. Und da ich Psychologie studierte, wurde ich gleich gekrallt und für die Beratungsgruppe angeworben und blieb bis heute. Natürlich war der Vereinsalltag nicht nur glamourös. Auch das hat sich bis heute nicht geändert. Quälende Plenumssitzungen kann sich, glaube ich, jeder wirklich erinnern, die sich an noch jeder so kleinen Detailfrage festbeißen konnte, weil die Motivation, mit der die Leute einfach kamen und sich einbringen wollten, sehr unterschiedlich war. Es war sehr schwierig, jeden da einfach wirklich in seiner Art dann wirklich auch zu sehen und Gehör zu finden. Das war das Jahr des Mordes an Walter Sedlmayr. Dieses historische Detail flechte ich damit ein, weil das natürlich schon auch sehr zeigt, dass da ein gewisser Spannungsbogen war. Das war, wie die den Namen vielleicht nicht kennen, der zu der damaligen Zeit berühmteste und bekannteste bayerische Volksschauspieler, der ermordet aufgefunden wurde. Und die Ermittlungen zu seinem Tod haben in den Augen vieler Bayern die Tore zur Hölle geöffnet. Ein Doppelleben wurde sichtbar, Männer-SM-Spiele, alle Zutaten eines Skandals. Und die Sensationsgier ließ der Trauer über den Verlust eines sehr populären Schauspielers keinen Platz. Sedlmayr war nicht nur bekannt, er war auch eine bayerische Identifikationsfigur. Derjenige, der den Nockerberganstieg immer gemacht hat. Der gemütliche, schlitzohrige Bayer in unzähligen Filmen. Das Land war entsetzt und wir auch, denn in der Berichterstattung kamen immer wieder schwulenfeindliche Töne durch. Und dieser scheinbare Widerspruch zwischen dem Bayerischen und dem Schwulen sollte das Sub sein weiteres Bestehen über viele Konflikte hinweg immer wieder begleiten. Eine der Auswirkungen war auch, dass wir in der damaligen Zeit als Verein immer noch nicht gemeinnützig galten. Auf so gut wie jeder Mitgliederversammlung wurden Satzungsänderungen vorgenommen, immer in der Hoffnung, nun endlich die Gemeinnützigkeit erringen zu können. Wie jeder Sportverein, Trachtenverein, Karnickelzüchterverein. Aber in den Ablehnungen informierte man uns, dass der Satzungszweck nicht gemeinnützig sein könne, weil die Gesellschaft der Homosexualität grundsätzlich ablehnend gegenübersteht. Und das hat dann auch noch 5 Jahre gedauert, bis wir die Gemeinnützigkeit bekommen haben. Und ja, die Gesellschaft stand uns zu der damaligen Zeit oft ablehnend gegenüber. Alle Studien der damaligen Zeit belegten das. Und auch die gewaltsamen Übergriffe auf Klappen, Cruising Airs und 4/4 auch. Da wir ja jetzt mit den schwulen Männern Beratungsgespräche machten, wurde das uns natürlich auch immer deutlicher. Auch Mobbing am Arbeitsplatz, Gewaltsituationen in der Familie, Alkohol, Suchtprobleme, Einsamkeit und Herzschmerz, verinnerlichter Hass auf alles Schwule und ein ängstlicher Blick in eine ungewisse Zukunft. Vielen Schwulen ging es nicht gut und Unterstützung war notwendig. Wir bekamen also Tag für Tag die Bestätigung, dass es gut war, etwas für schwule Männer anzubieten, die sich oft zu Recht in der bestehenden Versorgungslandschaft der Stadt München nicht wirklich aufgehoben gefühlt haben. Es gab aber noch was anderes, was uns 1990 sehr beschäftigte. Die Räume in der Müllerstraße 44 im Keller waren für den Erfolg des Sub einfach zu klein. Und auch war der dauernde Streit mit den Anwohnern langsam unerträglich, wo schon auch mal aus den oberen Stockwerken nicht nur Eier, sondern auch Bierflaschen auf die Gäste geworfen wurden. Auch hatten wir für die Gruppen, unseren eigenen, aber auch für die Gründungsväter VSG im Rosa Freizeit nicht mehr ausreichend Platz, sodass es immer wieder zu Streitereien kam. Es mussten neue Räume her. Und wir haben dann zum Glück vom Kommunalreferat ein Objekt in der Müllerstraße 38 zur vorübergehenden Nutzung angeboten bekommen. Das war eine Stadtsparkasse, die wegen Baufälligkeit des Hauses rausgehen musste. Und wir konnten als Zwischennutzung einziehen. Und das war günstig zu haben, es war sehr schön, quadratischer Grundriss, Fenster auf 3 Seiten, vor allem riesige Schaufenster nach draußen. Wir konnten uns endlich zeigen, wir konnten gesehen werden, wir fanden das ganz toll. Es ist natürlich klar, dass es nicht alle ganz toll fanden, weil viele war es natürlich ganz recht, dass das so abgeschottet und sozusagen uneinsichtig war. Und da haben wir natürlich einige verloren, aber wir waren einfach stolz, wir hatten ein richtiges Zentrum. Und wir haben natürlich auch so schön, wie es nur geht, dann hergerichtet mit einer roten Theke, mit blauen Leuchtdreiecken. Viele werden sich echt sehen, nickende Köpfe, ja genau. Wir waren schöner, größer, sichtbarer mittendrin und die Schwulen rannten uns die Bude ein. Da wir anfänglich aus der Unsicherheit, ob wir als nicht regulär konzessioniertes Vereinslokal überhaupt an alle ausschenken konnten,
haben wir von Nichtmitgliedern eine Tagesmitgliedschaft von einem Euro, von einer Mark erhoben, was super war, weil natürlich dann ganz viele Leute eine reguläre Mitgliedschaft dann beantragt haben, um sich die eine Mark zu sparen. Und unsere Mitgliederzahl stieg in kürzester Zeit von 80 auf über 300. Und ist bis heute da, ungefähr da geblieben. Also das heißt, wir haben da unseren Mitgliederstamm aufgebaut. 1990 war dann aber auch das letzte Jahr der auf 3 Jahre angelegten Selbsthilfeförderung. In den 3 Jahren haben wir uns schon als wichtiger Teil der Versorgungslandschaft hofften wir etabliert, und das sollte und durfte nicht vergeben sein. Der Erfolg auch des neuen Zentrums mit seinen Gruppen und Angeboten war ein gutes Argument für die Stadt München, für das Sozialreferat. Und wir hatten viele Gespräche mit wohlwollenden und auch mit nicht wohlwollenden Stadträten und Stadträten, wobei man schon auch sagen muss, dass auch die SPD sich zu der damaligen Zeit oder nicht alle in der SPD so wahnsinnig leicht getan hat mit einem schwulen Zentrum. Das ist bis heute natürlich auch viel lockerer geworden. Und man muss, eine Geschichte war für München, das ist glaube ich nicht wirklich bekannt, es war ja die Zeit, also 91 war ja die Zeit, wo das Sterben durch HNV und AIDS ja wirklich am größten war, also sozusagen der Höhepunkt war dann 1992. Das war schon die Situation, wo man zum Teil gar nicht mehr am Wochenende ausgehen wollte, weil man dann schon wieder erfahren hat, dass jemand irgendwie nicht da war, man traut sich gar nicht nachfragen. Das heißt, das war das, was die Schwulen eigentlich wirklich am meisten berührt hatten. Und die meisten schwulen Einrichtungen der damaligen Zeit wurden aus dem Gesundheitsetat gefördert. In München war das wirklich anders. In München war eine der wenigen Städte, wo die Stadtverwaltung schon so weitsichtig war oder so großherzig war und uns aus dem Sozialetat und nicht aus dem Gesundheitsetat gefördert hat, was dann Jahre später für uns sich als sehr, sehr positiv herausgestellt hat, nämlich wo in anderen großen Städten die Gesundheitsetats für HIV zurückgefahren wurden und dann sind die schwulen Zentren zum Teil in eine existenzielle Schieflage geraten. Bei uns, wir blieben zwar im Sozialreferat und waren im Sozialetat und blieben im Sozialetat. Alle freuten sich natürlich, dass es uns gab, wir freuten uns am allermeisten, aber natürlich freuten sich nicht alle. Wer sich an erster Linie gar nicht freute über uns, war die CSU. Die rot-grüne Stadtregierung im Ganzen war ihnen schon ein Dorn im Auge und in den Augen der CSU war der krasseste Beweis für die verfehlte Politik eben diese Selbsthilfeförderung. Die CSU wollte die Selbsthilfe angreifen und die rot-grüne Stadtregierung treffen. Und sie suchten einen potenten Partner, den sie in der Süddeutschen Zeitung und dem konservativen Lokalchef Freisleder fanden. Die CSU mit ihrem Chef Gerd Bletscherer, der CSU-Stadtfraktionschef war und zu der damaligen Zeit sowas wie unser persönlicher Feind, schickte Stadträtinnen und Stadträte aus, um in den Projekten zu recherchieren. Und in das Sub schickten sie eine SZ-Journalistin, Elisabeth Höfel-Hilscher, die schon über sehr konservative Berichterstattungen im Frauenbereich aufgefallen ist. Sie besuchte uns, äußerte sich sehr freundlich und dann veröffentlichte sie am 22. Mai 91 einen riesigen 5-spaltigen Artikel auf der ersten Seite der Lokalzeitung, dessen Überschrift schon so ausführlich war, dass der geneigte Leser schon ohne den Artikel gelesen zu haben ahnen konnte, was für ein schlimmer Verein da unterstützt wurde. Zitat: Schwucks einträgliche Gruppentherapie, ein Novum in Bayern, mit der Unterüberschrift: Wofür das Schwulenkommunikationszentrum kommunale Regelförderung erhält, psychosoziale Betreuung an der Theke. Zitat Ende. Die Überschrift ist übrigens das erste und einzige Mal, dass die Süddeutsche zu der damaligen Zeit das Wort schwul verwendet hat. Im weiteren Artikel bezeichnet sie uns nur als Homos. Und es soll klar werden, was für eine üble Verschleuderung von Spendengeldern hier geschieht. Natürlich alles nur in Andeutungen geschrieben. Wir haben ja in der Tat gute Arbeit gemacht. Aber es wurde in dem Artikel suggeriert, dass wir die Regelförderung nur durch Vetternwirtschaft bekommen haben. Und wir würden mit kommunalen Geldern nicht nur lediglich eine Kneipe betreiben, sondern auch Jugendliche zu Alkohol und Pornos verführen. Der infame Artikel zog uns wirklich die Füße unter den Boden vor. Es gab eine große Gegenwehr, das war ganz toll, also ganz Deutschland schrieb empörte Briefe an die Süddeutsche Zeitung, inklusive so damals bekannte Personen oder heute noch bekannte Personen wie Martin Dannecker oder Udo Rauchfleisch.
Aber schon am Tag des Erscheinens des SZ-Artikels lud die CSU um 9 Uhr vormittags zu einer Pressekonferenz, in der offiziell angelegt durch den Artikel, und wir wissen, dass die CSU den Artikel vorher schon kannte, dass andere Gruppen der Geldverschwendung bezichtigten, vorwiegend Frauenprojekte, und da waren dann einfach auch so wunderbare Dinge dabei, dass sie zum Beispiel Kofra oder Immer, die es ja heute noch gibt und die sozusagen die Säulen der Frauenarbeit in der Stadt ist, dass denen vorgeworfen wurde, dass die Frauen nur mit sich selbst oder mit Kaffee und Whisky beschäftigt waren. Also ich finde, wenn das wirklich stimmt, dann können die Frauen das jetzt wenigstens mal zugeben. Ich freue mich, dass sie das wissen. Vielleicht kommt ja nachher mal eine zu mir. Letztendlich sind wir aber eigentlich gestärkt hervorgegangen. Wir haben die erste Pressekonferenz gegeben, also die Süddeutsche hat natürlich nicht darüber berichtet, aber die andere Presse, wir wurden viel mehr gesehen seitdem, wir wurden viel mehr zum Beispiel auch ins Fernsehen eingeladen, wir konnten uns viel mehr öffentlich äußern, eigentlich hat uns das wirklich Publicity gebracht. Und im Grunde genommen ist es für uns noch glimpflich abgegangen, obwohl es die eigentlich größte Krise in der Geschichte des Sub war. Und im Grunde war dann ein sehr schönes Ende dieser Krise, nämlich 2 Monate später, als das wirklich alles vorbei war, begann das erste schwule Straßenfest, was den 5-jährigen Geburtstag des Sub dann markierte. Damals in der Hans-Sachs-Straße, dadurch, dass wir vorher so viel Publicity bekommen haben, war das dann auch bumsvoll. War gar nicht so schwer, weil es viel kleiner war als heute. Es ging nur von der Müller bis zur Ickstadtstraße. Aber für uns war das toll, das gab sowas noch nie. Und ich weiß es noch, das Straßenfest öffnete mit einem Lied, was uns sozusagen als unser Kernlied war und hoffentlich heute noch ist, nämlich von Sister Sledge, We Are Family. Ich raff die weiteren Entwicklungen jetzt so ein bisschen, weil je mehr ich an die heutige Zeit komme, desto mehr habt ihr ja selber auch so mitgekriegt. Also es war natürlich so, wir waren in einem baufälligen Haus, kein Wunder, das musste dann natürlich geschlossen werden. Unser Büro war wie ein eng gesteckter Slalom, weil lauter Stützbalken drin waren, man konnte sich kaum mehr bewegen. Und kurz vor Silvester 93 wurde das Gebäude dann überraschend geschlossen und wir standen dann wirklich auf der Straße. Wir haben dann Silvester noch eine dramatische Aktion gemacht, das Haus eingepackt in Glanzfolie und die ganze Silvesternacht lief der Trauermarsch von Chopin aus den geöffneten Fenstern. Aber nutzte nichts, wir waren mehr oder weniger obdachlos. Manfred und ich saßen ja auch zum Teil tagsüber in dem leeren Büro und haben dann versucht, noch irgendwie neue Räume zu finden. Und wir waren ein Dreivierteljahr geschlossen. Niemand wollte uns Räume geben. Alle waren natürlich erstmal interessiert, so lange, bis sie halt erfahren haben, für was wir die Räume wollten. An ein Schwulzentrum wollte keiner vermieten. Und es hat wirklich ein Dreivierteljahr gedauert. Und wir haben das Objekt Müllerstraße 43, war wahrlich kein Schnäppchenobjekt damals und war es dann die ganze Zeit auch nicht. Aber haben das dann gefunden. In der ganzen Zeit haben wir natürlich wirklich versucht, die Szene aufzurütteln, waren auch so ein bisschen frustriert, dass wir uns sehr alleingelassen gefühlt haben. Das Gefühl war aber dann schon wieder gut, als wir halt das neue Zentrum aufgemacht haben und alle kamen. Und zwar so viel, dass die Polizei kommen musste, weil die Müllerstraße so voll war, dass die Trambahn nicht mehr vorbeikam. Wir hatten andere Möglichkeiten, wir hatten mehr Platz, wir wurden größer, wir haben die hauptamtliche Beratungsstelle beantragt und durchgebracht und dann eben die hauptamtliche Beratungsstelle damals in der Pestalozzi-Straße gegründet. Wir haben das Projekt Prävention gegründet, weil wir fanden, dass das Sub auch, dass nicht nur die AIDS-Hilfe HIV das Sub sozusagen das Thema schwul bedienen muss, sondern dass das Sub auch sozusagen im Bereich HIV mehr machen muss. Bis heute macht. Und wir sind einfach wirklich größer geworden. Wir hatten viele Gruppen, die das Gesicht von uns geprägt haben. Viele Gruppen sind auch Flügge geworden, wie zum Beispiel das Aufklärungsprojekt, die Jugendgruppen, aus denen Diversity geworden ist, die Philharmoniker, die gehörlosen Schwule und Lesben, die eine große Gruppe von uns waren, die dann ein eigenes Zentrum aufgemacht hat, eben in unseren ersten Räumen in der Müllerstraße 44, was leider ja nicht mehr gibt.
Und viele Arbeitsbereiche sind dazugekommen. Draußen hat schon gesagt, Fortbildungsprojekt zum Grundlagen, für Grundlagen über gleichgeschlechtliche Lebenswelt für Mitarbeiterinnen der Stadt München ist eines der neuesten Projekte, die wir haben. Aber von Anfang an war eine Gruppe ganz zentral für die Arbeit und den Charakter des Sub. Das ist die PG Café, die das Café im Sub betreibt. Und das Café war immer schon das Herzstück des Zentrums und ist sie die ganzen Jahre gewachsen. Und bis heute, und das finde ich, das ist immer das, was ich den Besuchern immer als allererstes erzähle, das Café ist von vorne bis hinten ehrenamtlich organisiert. Da hat kein Hauptamtlicher irgendwas zu sagen. Das ist wirklich alles von vorne bis hinten, Getränkebestellung, alles in der Hand von Ehrenamtlichen. Und das gibt es in keiner Stadt in Deutschland. Und das, finde ich, ist ein kleiner Applaus wert. Die 30 Jahre sind es also geschafft. Wenn ich zurückblicke, ich bin 91 vom Stadtmagazin Prinz gefragt worden, was das Ziel unserer Arbeit wäre. Meine Antwort war dann, das Ziel wäre dann, wenn durch unsere Arbeit das Zentrum überflüssig geworden wäre und sich auflösen könnte, weil wir die volle Gleichberechtigung erreicht hätten. Und das würde ich heute nicht mehr so sagen. Ich finde, jede Bevölkerungsgruppe braucht eine gewisse Form von Repräsentanz, ein Zentrum, in dem man sich treffen kann, das Ideen bündelt, das Hilfen organisiert oder anbietet, das zu Debatten anregt, das auf Missstände aufmerksam macht und das parteilich im Sinne der Kernidentität dieser Bevölkerungsgruppe arbeitet. Gesellschaftlicher Druck ist also nur ein ausreichender, aber kein hinlänglicher Grund dafür. Das heißt, ich würde immer ein Zentrum für Schwule wollen. Früher waren die politischen Ziele und die Feindbilder klar. Heute ist die Situation leider etwas unübersichtlich geworden. Die alten Feindbilder funktionieren nicht mehr so. Die CSU lässt ihren Bürgermeister an der Spitze des CSD gehen und fordert nicht mehr wie früher bei jeder sich bietenden Gelegenheit die Schließung des Sub. Es gab in den 30 Jahren eine kontinuierliche Entwicklung hin zu größerer gesellschaftlicher Anerkennung von LGBTIQ. Und vor einigen Jahren konnte zumindest ich mir nicht vorstellen, dass es da auch wieder eine Bewegung zurückgeben könnte. Aber diese Bewegung gab es. Und sie war massiv. Die ersten Vorboten, finde ich, waren schon 1991 da. Das war die Brandnacht von Hoyerswerda, als der Pöbel seinen Hass gewaltsam und massiv kundtat. Es war dies die Saat, die dann in abgewandelter und weniger brutaler, aber gleichwohl erschreckender Art in den Pegida-Bewegungen die besorgten Eltern der AfD, der französischen Demo für alle und in weiteren Gruppierungen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit zu ihrem Programm macht, plus die anonymen Hasskommentare im Internet, alle angetrieben durch Egoismus und den Wunsch, eine Welt zu haben, in der alle so sind wie man selbst. Und in dieser Welt ist kein Platz für Schwule, Lesben, Transpersonen oder Menschen aus anderen Kulturkreisen. Die Fremdenangst ist alleiniges Programm der neuen Rechten. Diese Gruppierungen und Personen unterliegen dem demokratischen Prozess weit weniger als eine CSU, die vielleicht in Teilen auch heute noch insgeheim lieber einen kalten Krieg als einen warmen Bruder hätte, aber wenigstens nicht mit Fackeln und Drohgebärden irgendwo auftaucht. Für diese neuen Feinde braucht es uns auch noch. Und es ist gut, dass wir heute mehr politische Mitstreiterinnen haben als früher. Die meisten Parteien gehören dazu, an vorderster Front natürlich Münchens erfolgreiche und beliebte Rot-Grün-Rosa-Koalition, die ja hier auch vertreten ist. Vielen Dank dafür. Aber auch Gruppierungen wie Vielfalt statt Einfalt, Online-Aktivistinnen, viele mündige Lesben und Schwule, die sich äußern, ohne institutionelle Anbindung zu haben. Aber es ist frustrierend, dass auch 2016 die volle rechtliche und gesellschaftliche Gleichberechtigung nicht nur in weiter Ferne ist, sondern dass wir immer noch klar machen müssen, dass Gleichberechtigung ein Menschenrecht und kein Sonderprivileg ist. Auch hat die Situation der Geflüchteten in der letzten Zeit neue Aufgaben geschaffen. Die Globalisierung macht vor dem Sub nicht Halt. Wir blicken oft mehr auf die internationale Situation als auf die Münchner Verhältnisse. Die Situation der Schwulen, Lesbischen und Transidenten, Geflüchteten ist meist dramatisch. Die meisten davon kommen an Körper und oder Seele verletzt bei uns an und finden in den Gemeinschaftsunterkünften oft auch keine sichere Bleibe.
sich um sie zu kümmern, ist eine beraterische und oft auch logistische Herausforderung, der wir uns aber auch mit ganz vielen ehrenamtlichen Unterstützern und Helfern stellen. Und dazu kommt, dass auch die Szene insgesamt massiven Umbauprozessen unterworfen ist und wir wissen noch nicht, wie die weitere Entwicklung sein wird. Vor einigen Wochen, vielleicht habt ihr es gelesen, wurde berichtet, dass in Tel Aviv, eigentlich dem schwulen Mekka des Nahen Ostens, die letzte schwule Kneipe geschlossen wurde. Die Begründung: die Gesellschaft sei so schwulen- und lesbenfreundlich, dass sich Lesben und Schwule überall treffen können. Und die zweite Begründung war: und außerdem treffen sich Schwule jetzt über Dating-Apps. Auch unsere Szenen werden sich weiter umbauen. Wie die schwule Szene in 10 Jahren aussehen wird, kann zumindest ich mir schlecht ausmalen. Aber wir brauchen zumindest einige Dinge. Wir brauchen bessere Antworten auf das drohende Ansteigen von Hassgewalt gegenüber verschiedenen Minderheitengruppen. Wir brauchen bessere Angebote für LGBTIQ-Geflüchtete. Wir brauchen eine breitere Integration von schwulen und lesbischen Transpersonen in die schwul-lesbische Szene. Wir möchten konkretere Signale für Intersex-Personen senden und sie willkommen heißen. Wir wollen ein Zentrum bleiben, das nicht nur den Mainstream, sondern auch die bunten wie die dunklen Ränder unserer Communities repräsentiert. Die Arbeit ist heute noch genauso fordernd, wie sie damals war. Kaum ist eine Aufgabe erledigt, wartet die nächste. Die Welt, auch die kleine Münchner Welt, ist immer noch so prädominant heterosexuell, dass ein Zentrum wie das SUB für alle Anforderungen, die schwule, bisexuelle Männer und Transmänner und Intersexuelle haben können, immer zu klein sein wird. Aller Anfang ist Begegnung. Und das SUB schafft diese Begegnungen. Schwule mit Schwulen, Cis-Männer mit Transmännern, Transfrauen mit Lederkerlen, Schwule mit Lesben, Urgestein mit Jungschwulen, Heteros und Homos, Münchner mit Geflüchteten, Stadt mit Land. Nur diese realen Begegnungen können Vorurteile abbauen und können das eigene Weltbild erweitern und bereichern. Das SUB ist ein wichtiger Teil der Münchner Stadtlandschaft geworden. Ich danke natürlich allen Mitgliedern und Freunden und Freundinnen des SUB, die ich natürlich alle nicht namentlich erwähnen konnte, sonst hätte ich schon allein irgendwie 500 Namen aufzählen müssen. All denen, die den Weg mit uns gegangen sind, allen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeitern, auch allen, die nicht unter uns sein können, weil sie zu früh gegangen sind, allen jetzigen und vergangenen Vorständen, Gruppenleitern und Gruppennutzern, Ideengebern, Klienten, materiellen und immateriellen Unterstützerinnen, aber auch den Politikerinnen und Politikern, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung, der Presse und den Szenenwirten und nicht zuletzt den schwulen Männern Münchens und allen, die uns als schwules Zentrum möglich gemacht haben. Begleitet uns weiterhin und sorgt dafür, dass wir nicht nur Zentrum heißen, sondern auch ein Zentrum sind. Und ich wünsche uns alle eine schöne Feier und ich wünsche dem SUB sozusagen jetzt ein attraktiver Mann in den besten Jahren, eine gesunde, erfolgreiche und aufregende Zukunft. Danke.